an. Dann sag was. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Reptile Whisperer. Ich bin Susanna und wie ihr sehen könnt, gibt's heute mal einen wundervollen Roadtrip. Und ich habe Verstärkung mitgebracht. Hier sitzt die wundervolle Jana und kutschiert mich rum. Und zwar geht's heute zum Terrazzo Rheinberg. Ich habe keine Ahnung, ob wir da filmen dürfen oder nicht. Ich werde mal schauen. Ansonsten gibt's halt nur Fotos. Aber es gibt noch was ganz Tolles anderes. Und zwar werden wir nachher eine Strumpfbandnatter abholen. Und da kann die Jana dann ein bisschen was zu erzählen. Denn von den Tieren habe ich absolut keine Ahnung. Außer, dass sie cool aussehen. Und dass ich wahrscheinlich irgendwann in meinem Leben auch mal eine haben werde. Aber jetzt gerade noch nicht. Und ansonsten geht's morgen dann in Frankfurt zu einer Börse. Hast du eine Ahnung, wie die heißt? Nein. Okay, wir haben keine Ahnung, wie sie heißt. Wir wissen, wo sie ist. Wir wissen, wo sie ist. Und da werde ich dann auch noch ein Tierchen abholen. Und zwar ein Erdchamäleon. Das adoptiere ich. Und das zeige ich euch dann natürlich auch. Und jetzt werden wir wahrscheinlich noch einige behinderte Szenen von uns einblenden, indem wir uns über andere Autofahrer aufregen oder überhaupt irgendeinen Blödsinn erzählen. Ich habe noch nie in der Form gevloggt und wir werden sehen, ob es lustig wird oder ob ihr jetzt schon abgeschaltet habt. Viel Spaß! So, jetzt seht ihr mich auch nochmal nach weiß ich nicht wie vielen Vlogs, wo ich einfach hinter der Kamera gestanden habe. War vielleicht auch kein Verlust, man weiß es nicht. Heute bin ich auf jeden Fall ein wenig zensiert, denn ich habe ein wenig Ränder unter den Augen. Und ihr sollt ja auch was zu gucken haben. Hier nochmal Jana im Übrigen. Sie sieht heute ein bisschen besser aus und ja. Dauert noch ungefähr 5 Minuten, dann sind wir da und dann melden wir uns auf jeden Fall vom Eingang wieder. Wir sind gerade etwas irritiert, denn dieses Auto hat ein Schwänzchen. Wir wissen nicht, was das sein soll. Also es soll irgendwie das Opel-Zeichen da zensieren. Vielleicht steht der nicht zu seinem Auto, ich weiß es nicht. Aber irgendwie ist das doch sehr verwirrend. Jana, hast du eine Idee, was das sein soll? Ich bin mir nicht ganz so sicher. Von der Form könnte es auch ein Blatt sein, aber das ergibt eigentlich noch weniger Sinn. Jecke, Leute. Jetzt ist es auf jeden Fall fast abgeflogen. Oh mein Gott. Da siehst du mal, und die Leute denken schon, wir sind komisch. Ja, sowas haben wir immerhin nicht an unseren Autos. Hallo! Das kommt in der Alzheimer. Okay, funktioniert ja heute super. So, da sind wir. Und das ist der Eingang. Und Jana hat dezente Probleme mit ihren Haaren. Aber das hält uns nicht davon ab, jetzt hier reinzugehen. Und schauen wir mal, was uns da so erwartet. Hier ist anscheinend ein toter Teich oder so. Lebt da irgendwas drin? Mölche, genau. Mölche. Irgendwas muss hier leben, da ist Futter. Okay. Ja gut, so spektakulär sieht das jetzt hier noch nicht aus, aber ich habe mir sagen lassen, von innen ist das schon ziemlich cool. Wir gehen jetzt mal rein und dann schauen wir mal. So, wir sind schon auf dem Rückweg und es war sehr ernüchternd. Was hast du da gerade? Ich habe gerade die Kappe von meiner Kamera weggeworfen und ich hoffe, dass ich sie gleich wiederfinde im Auto. Okay. Aber erzähl mal ein bisschen was zum Erlebnis im Terrazzo Rheinberg. Ja. 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 Meine Begeisterung hält sich sehr in Grenzen, wie man wahrscheinlich unschwer erkennen kann. Die Terrarien sind schön groß. Immer erst das Positive beleuchten. Ja, ja. Und es sind echte Pflanzen da drin und da hört das dann eigentlich auch schon auf. Was sagst du denn zu dieser grandiosen Beleuchtung? Erstens, wenn man Tiere hat, die überall hochklettern können, beispielsweise Taggeckos, und du da auch Wärmelampen drin hast, solltest du die nicht öffentlich für sie zugänglich machen. Hat man ja auch bei einigen gesehen, dass sie Verbrennungen besitzen. Wundert mich gar nicht. die an sich ist eine Katastrophe gewesen. Ich meine, Taggeckos brauchen richtig viel UV-Licht und das, was sie da hatten, ist halt minderwertig. Schön ausgedrückt. An sich, was macht er denn da? Okay, er fällt wieder rüber. Er ist weg. An sich ist das auch schon mal zu dunkel gewesen für die. Und die Vergesellschaftung, also bitte. Was hatten sie zusammen? Kronengeckos, Madagaskar-Taggeckos, ja. Ein Jemkameleon und die Winkelkopfagame, ja, genau, nicht vergessen. Genau, die auch noch. Und dann die wundervolle UV-Kompaktlampe ohne Schutzkorb, ja, als einzige Beleuchtung.
UV-mäßig für das ganze Terrarium. Was war das? 1,50 Meter, 1,50 Meter und 1,50 Meter hoch? Ich bin mir nicht so sicher. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, Vergesellschaftung war eine Vollkatastrophe. Und entsprechend sahen auch die Tiere aus. Also teilweise hatten die ja also dann auch die Schwänze ab. Ja, und also ich meine, die kleine Agame sah halt aus, als wenn sie am Verhungern ist. Ja, die macht wahrscheinlich auch nicht mehr lang. Aber ich glaube, da habe ich ein Foto von gemacht, das kann ich einblenden. Ja, das will man eigentlich gar nicht sehen. Nee. Das will man nicht. Also alles im Allem sehr enttäuschend. Ja, mir gefiel das kleine Krokodil. Ja gut, was war das? Ein Mississippi-Alligator? Oder was war das? Weiß ich nicht, stand halt auch nicht dran. Ja, stand nicht dran. Das ist auch immer gut, wenn dann da Tiere ausgestellt werden, wo nichts dran steht. Wobei, bei den meisten Terrarien waren dann Sticker draufgeklebt, was denn da alles drin ist. Und dann konnte man sich diese traumhaften Vergesellschaftungen anschauen. Ja. Also ich meine, generell kann man halt vergesellschaften, aber dann sollte man vielleicht auch gucken, dass das natürliche Habitat vom Klima her zusammenpasst. Und vor allen Dingen auch, ob das Tiere sind, die man vergesellschaften kann. Insofern, dass sie sich nicht direkt gegenseitig massakrieren. Ne? Ich meine, so ein Jemen-Chamäleon zusammen dann mit, weiß ich nicht wie viel, Taggeckos und Winkelkopfagame, die sind ja eh schon gestresst. Also die sind ja wirklich Einzelgänger. Sehr schön fand ich auch die Aufkleber, die sie überall hatten, dass du 5 Euro zahlen kannst, um dann ein Foto mit den Tieren zu machen. Und wohin diese Aufkleber? Genau bei sowas wie den Klapperschlangen. Ja. Ja, da kannst du doch mal ein Foto machen. Ich hätte gerne ein Foto gemacht, ja. Für 5 Euro kannst du es machen. Ja, ich glaube auch. Ja, nicht so das Highlight. Eigentlich hätte ich hingehen müssen und fragen, ob ich damit ein Foto machen kann. Das wäre cool gewesen. Ja, das ist mir in dem Moment nicht eingefallen. Schade. Ja, was ich so schlimm finde, ist, da kommen ja viele Leute hin, die gar keine Ahnung von Reptilien haben und die kriegen halt direkt schon so ein bescheidenes Bild. Und vor allen Dingen auch viele Kinder und so. Und ja, keine Ahnung, wenn man sich 5 Minuten mal mit Terroristik beschäftigt hat, dann weiß man, dass da vieles einfach nur erbärmlich war. Vor allen Dingen ist es so schade, weil die Terrarien ja wirklich groß waren. Also ja. Die hatten ja richtig Potenzial. Ja, das schon. Und man hätte mit Sicherheit, wenn man da jetzt ein bisschen umstrukturiert hätte, auch Vergesellschaftungen machen können, die irgendwie Sinn ergeben. Ja. Tja, ja. Jetzt müssen wir das erstmal auf uns wirken lassen. Und warte, dieses eine Schild fand ich auch richtig gut bei den Zitteraalen. Es stand tatsächlich drauf, man soll bitte keine Gegenstände und Kinder hineinwerfen. Ja, schade. Wollten wir gerade ein paar Kinder loswerden? Ja. Das Schild hätte von mir kommen können. Ja. Nein, ich hätte das weggelassen, dass man keine Kinder reinwerfen soll, glaube ich. Ja, vielleicht gab es da Anfragen, ob man da seine Kinder loswerden kann. Möglich ist es. Naja. Wie auch immer, das war jetzt diese wertvolle Erfahrung, die wir gesammelt haben. Dafür sind wir jetzt wie viele Kilometer gefahren? 90? Ich glaube 56 waren es hin. Okay. Ja, aber wir waren ja schon eine Stunde unterwegs. Aber egal, jetzt kommt das Highlight. Wir werden jetzt eine Strumpfbandnatter abholen. Die adoptiert Jana dann. Und wie gesagt, morgen kommt dann Roadtrip Teil 2, der dann hoffentlich ein bisschen spannender ist. Und dann kriege ich meinen Erdchamäleon. Es wird fantastisch. Und da kommt so ein Affe. Passiert. Naja. Gut, in diesem Sinne, wir sehen uns.